Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf stunt-scooter.de. Ich bin natürlich nicht alleine, Danny ist auch hinter der Kamera. Auf jeden Fall, wir sind jetzt nicht einfach so hier im Draußenbereich bei uns in einer Sketchy Place. Das ist ein Streetbereich und heute wollen ich und Danny euch zeigen, oder eher gesagt ein How-To machen, wie man grindet, das heißt auf einer Curb oder jetzt sage ich mal auf einer Rail, was es da für Kombos gibt. Die werden wir euch heute erklären. Ich würde sagen, Freunde, bevor das Video anfängt, abonniert natürlich diesen Kanal, gebt dem Video schon mal ein Like. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt ihr natürlich in die Kommentare, die beantworten wir euch sehr gerne. Ich würde sagen, wir legen los. Also hier haben wir jetzt die Curb und ich zeige euch erstmal so den Grundgrind. Das ist nämlich ein Fiebel. Der sieht so aus, den zeige ich euch gleich auch nochmal, wenn ich den mache. Und den mache ich jetzt erstmal und sage euch danach ein paar Infos dazu. Das war der Fiebel und wichtig dabei ist, zeige ich euch jetzt mal, man grindet bei dem Fiebel mit der hinteren Kante hier vom Deck. Wichtig dabei ist auch, wenn ihr einen etwas längeren Fiebel macht, man kann beim Fiebel auch lenken, also mit dem Lenker steuern, wo man, sag ich mal, hingeht, ob man dann so oder so. Und wenn man den Fiebel dann drauf hat, dann kann man den Fiebel auch noch mit anderen Tricks kombinieren, also zum Beispiel ein Bar-Fiebel oder ein Fiebel-Heel, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. So, den Fiebel kann man natürlich auch andersrum machen. Das nennt man dann Frontside-Fiebel. Das ist eigentlich genau das gleiche. Man grindet wieder mit der hinteren Kante vom Deck und kann wieder mit dem Lenker steuern, wo man gleich mal hinfährt. Das ist dann die Oppo-Seite von dem normalen Fiebel. Finde ich persönlich etwas schwieriger. Und das kann man natürlich auch kombinieren mit Whip, Heel, Bar. Kommt drauf an, wie gut ihr Fiebel dann schon könnt. So, Freunde, dann würde ich sagen, da mache ich mal weiter mit einem Smith-Grind. Um euch das verständlich zu machen, nehme ich mal Dannys Roller, denn ich habe Packs dran. Man grindet natürlich hier mit der Seite bei dem Smith. Ich zeige es noch einmal. Eigentlich grindet man mit der Seite, aber dadurch, dass ich Packs habe, nehme ich mal jetzt kurz den E-Roller. So, da haben wir es auf jeden Fall. Man grindet beim Smith mit dieser Seite. Das ist ein Smith-Grind, wenn ihr drauf springt, einmal rüber geht und so grindet. Auf jeden Fall, den kann man jetzt, sage ich mal, nicht so perfekt steuern wie den Fiebel. Also jetzt mit dem Lenker oder halt mit einem hinteren Wheel. Das geht natürlich nicht. Bei dem ist das wirklich wichtig, dass ihr das Gleichgewicht auf jeden Fall hält. Ich würde sagen, ich zeige euch den einmal und sage dann noch mal ein paar Infos dazu. So, das ist auf jeden Fall ein Smith gewesen. Und was ich natürlich geil finde, Danny hat euch ja jetzt gerade ein Fiebel erklärt. Und man kann natürlich Fiebel und Smith richtig easy kombinieren. Ich zeige euch einmal wie. Dann kommen wir direkt dazu. Man springt in den Fiebel rein. Natürlich, es gibt viele Möglichkeiten, wie man in den Smith jetzt reinkommt. Die weit verbreiteste Möglichkeit ist natürlich Fiebel. Dann wieder drauf springen, ein bisschen kleinere Drehung machen. Und dann in den Smith rein. So, dann machen wir Fiebel, Smith. Dann natürlich weiterfahren. Aber es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, die ich eigentlich auch gerne verwende. Ich weiß nicht, das sieht einfach irgendwie geiler aus für mich und fühlt sich einfach geiler an. Ich weiß es nicht. Man springt in den Fiebel rein, rutscht ein bisschen, macht so ein bisschen ein Nosy und fährt einfach in diesen Smith rein. Ich zeige euch das auf jeden Fall jetzt nochmal, wie geil das eigentlich aussieht. Ich hoffe, das erkennt man auch gut. Yo. Es ist natürlich eine Geschmackssache, aber das ist halt jetzt das Beste für mich. Natürlich, man kann auch so Smith genauso Tailwhip, Heelwhip, alles kombinieren, was ihr wollt, Barspin oder was weiß ich. Ihr müsst natürlich bei so Street-Sachen, so bei Grinds und so, ein bisschen, sage ich mal, mit den Gedanken spielen, ein bisschen kreativer werden. Denn es gibt so viele Kombos, die man machen kann, aber ihr müsst das auf jeden Fall üben. Übt das auf jeden Fall und ich würde sagen, wir kommen eigentlich noch zu einem Grind, der auch wichtig ist. So, ich erkläre euch jetzt, wie man einen 50-50-Grind macht. So, bei 50 fährt man an, springt auf die Curve und grindet genau perfekt mit der ganzen Hälfte eines Decks. Also bei 50-50 ist es wirklich wichtig, dass ihr durchzieht und nicht, wenn ihr hochspringt und dann irgendwie abspringt und dann noch abrutscht. Das tut meistens immer weh bei 50. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr genau in 50 reinspringt. 50 ist auch eher ein schwieriger Trick, finde ich. Und da solltet ihr wirklich ein bisschen üben, bevor ihr den richtig probiert. Also natürlich, Danny, du hast ja gesagt, man muss den ein bisschen üben. Du kannst es natürlich vorzeigen. Man kann natürlich so zum Beispiel selbst einen Bordstein oder was nehmen und einfach mal 50 versuchen. Ja. Das heißt, einfach mit so einem 90 vielleicht drauf springen. Zeig das einfach mal, fahr ich hier gerade an und versuch mal. So, 50 raus. Und so kann man natürlich das auch üben. Und wenn ihr dann natürlich sicher seid, Freunde, dann könnt ihr einfach, wie Danny jetzt vormacht, einmal grinden. Yes. Natürlich, man kann die auch kombinieren, ne?
Und natürlich kann man das auch wieder Frontside machen. Da gibt es noch einen Frontside 50, der meiner Meinung nach sehr, sehr schwer ist. Denn ich kann den gar nicht. Und wenn ich den probiere, packe ich mich eigentlich immer. Danny, ich habe noch eine Idee. Wir haben jetzt 3 Grinds vorgestellt. Mhm. Und versuch mal vielleicht, die alle 3 zu kombinieren. Das heißt, 50, Feeble, Smith. Schaffst du das? Ich probiere mal. Yes! Ein bisschen also, sketchy, aber der war. Der war sehr sketchy. Der war ein bisschen sketchy. Ich würde sagen, Danny, wir haben eigentlich die Basics erklärt. Von der Crop, ja. Ja, natürlich. Und wir gehen jetzt eigentlich zu der Rail rüber und werden wir euch ein paar Grinds erklären. So, auf jeden Fall, Freunde, wir sind jetzt bei einer Rail angekommen. Wir haben eigentlich eine perfekte Rail für Anfänger eigentlich hier stehen. Ja, weil die nicht so hoch ist, ne? Ja, die ist wirklich nicht so hoch, Freunde. Natürlich, der ein oder andere, der anfängt, sage ich mal, Rails zu fahren, hat ein bisschen Angst. Dann sucht euch vielleicht wirklich eine kleinere Rail, ein Tipp von mir, denn direkt auf große so Boardside zu üben, das ist gar nicht geil, da traut ihr euch einfach nicht, deswegen. Und hier haben wir, die ist eigentlich auch perfekt, weil die kantig ist und nicht rund, die Runden sind ein bisschen schwerer zu grinden, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir fangen einfach straight mit dem Boardside an, weil das ist eigentlich der Hauptslide, sage ich mal, auf einer Rail, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Ja. So, auf jeden Fall, man springt natürlich drauf, so. Und man muss immer so plus minus beachten, dass man mit Mitte, wirklich so ungefähr mit der Mitte des Decks grindet. Und auch was wichtig zu beachten ist, man soll ein bisschen die Beine, also so, oder die Füße breiter auf dem Deck stellen, also so in die Länge. Das hilft euch auf jeden Fall. Und Freunde, was ihr nicht machen sollt, zum Beispiel so drauf springen, also weil ihr könnt dann einfach easy wegrutschen. Versucht das wirklich so zu machen oder so. Beim Boardslide ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr halt jetzt nicht hängen bleibt oder so, weil dann wird es auf jeden Fall schmerzen. So, dann kommen wir direkt zu einem Boardslide. So, habt ihr vielleicht gesehen, ich bin auch so, sag ich mal, wenn das jetzt die Rail ist, bin ich so gegrindet. Na, das ist halt auf jeden Fall wichtig. Beachte das, Danny, komm, du machst den nächsten Grind. Ich erkläre euch jetzt den Frontboard an der Rail. Da ist das Prinzip eigentlich das gleiche wie beim normalen Board. Also ihr springt auf die Rail und probiert wieder wirklich so gut wie es geht mittig auf der Rail zu sein. Und ein Tipp von mir ist, probiert auch, sag ich mal, nicht so schräg zu werden. Also so oder so, weil das ist mir ganz oft passiert, dass ich, also nicht so, sondern probiert wirklich gerade zu bleiben, weil man sonst wirklich nach vorne klatschen kann, das tut richtig weh. So, ein weiterer Tipp von mir noch, zieht es einfach durch. Aus meiner Erfahrung ist, wenn ich nicht durchziehe, verletze ich mich meistens mehr, als wenn ich durchziehe. Ja, genau, weil wenn man zum Beispiel jetzt den Trick versucht, sagen wir mal denselben Frontboard, ihr fängt den gerade an zu lernen, ihr springt drauf, dann ihr springt so drauf, macht eure Beine breit, also so zwischen das Rail, schmeißt eure Roller weg. Ihr könnt natürlich einfach umknicken oder sowas, ne? Das ist auf jeden Fall nicht schön oder ihr könnt euch noch schlimmer verletzen, deswegen, Freunde, macht das nicht. Auf jeden Fall zieht das Ding einfach durch, versucht das einfach. Natürlich auch, wie bei den Grinds an der Curb, kann man hier wieder alles kombinieren. Man kann aus dem Frontboard oder auch aus dem normalen Board Tailwhip machen oder Heelwhip, alles möglich. Müsst ihr nur einfach lernen. So, auf jeden Fall, Danny hat euch natürlich bei der Curb den 50-50 erklärt, wie der geht. Bei der Rail ist es eigentlich das Gleiche. Das ist ganz simpel. Übt den erstmal davor, vielleicht wirklich auf einer Curb, damit ihr den sicher könnt. Und dann geht auf eine Rail. Auf jeden Fall, das ist ein bisschen nicht anstrengend, aber das ist halt ein bisschen scary, würden wir mal so sagen. Auf einer Rail ist es ein bisschen scary. Und ich würde sagen, Freunde, wir haben euch ja gerade die Grinds erklärt und wir kommen jetzt einmal zu den Stalls. Also auf jeden Fall, Stalls sind auch ganz wichtig beim Rollerfahren, so zum Beispiel bei einer Quarter, wenn ihr jetzt drauf springt und dann wieder in die Quarter rein müsst, damit ihr nicht absteigen müsst von dem Roller und dann wieder neu anfahren müsst. Deswegen, wir zeigen euch, wie man schnell auf die Quarter fahren kann und dann wieder rein. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. So, ich würde sagen, wir kommen zu dem Feeble. Das ist eigentlich dasselbe Feeble wie auf einer Grindbox oder sonstiges. Nur was das Problem bei mir damals war, als ich angefangen habe, ich hatte einfach Angst, wieder rein zu droppen. Freunde, ihr müsst diese Angst überwinden. Euch kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Also wenn ihr wirklich so Feebles könnt, dann versucht das einfach so auf einer Quarter einfach mal ein Feeble zu machen und dann wieder reinzuspringen. Das ist eigentlich ganz simpel. Versucht das vielleicht am Anfang auf einer kleineren Quarter. Aber das hilft euch wirklich beim Rollerfahren. Das ist wirklich sehr wichtig, um durch den Park natürlich so zu flowen oder sonstiges. So, ich zeige euch jetzt, wie der Lip geht. Da kommt ihr einmal mit, das zeige ich euch. Also beim Lip fährt man die Quarter hoch, macht ein 180 und springt dann auf das Couping. Sehr wichtig dabei ist, dass ihr keine zu dolle Drehung habt, weil ihr euch dann so eindreht und dann keinen richtigen Lip mehr macht. Also das heißt, man kann einfach überdrehen, einfach hinfallen. Das tut sehr weh immer bei Lip. Also da müsst ihr euch wirklich ausprobieren, wie doll ihr die Drehung machen müsst, damit ihr perfekt in Lip kommt. Und den Lip kann man natürlich auch in die andere Richtung machen. Also es gibt Frontside Lip und
Backside Lip. Ich zeige euch jetzt mal, wie beide aussehen. So, ich zeige euch jetzt den Backside Lip. So, das ist der Backside Lip gewesen. Jetzt kommen wir einmal zu dem Front Lip. Frontlip, wieder in die Quarter rein, richtig easy. Und natürlich, Freunde, warum wir euch das zeigen, zum Beispiel jetzt selbst, ihr macht eine Line und dann vor euch ist eine Quarter, ihr wollt dann auf einmal schnell zurück, halt um die Line weiterzumachen. Das ist natürlich sehr hilfreich, sowas an der Quarter zu können, wenn ihr jetzt, sage ich mal, anfängt, Scooter zu fahren. Nur so ein Tipp für euch. In dem Sinne, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Kommentiert auf jeden Fall, ob euch das Video gefallen hat. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.